Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Eternal Sonata. Ja, wir waren gerade ausgebrochen aus dem Adatino-Versteck, als wir den drei freundlichen Gesellen hier begegnet sind. Clavace, Mazuka und Jazz. Überspringen? Nö, wir sehen uns das jetzt weiter an. It's boring when things always go according to plan. It's nice to have things shaken up every once in a while. It's okay with you, isn't it, Clavace? Yes, of course. Then it's settled. Allegretto, is something the matter? Oh, no, it's nothing, really. I was just thinking I really need to play with Beat more often. Well, Beat did do his best. Yeah, he didn't do too badly. For a clam, anyway. Jo. Ah, ne, die habe ich ja noch gar nicht dabei. Ich weiß jetzt gar nicht. Muss ich nach da oder muss ich nach da? Ich glaube, ich muss nach da. Gut. Oh, so schwer jetzt. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Spirits Pathway. You're a mess. Und das war ganz, ganz schlimm. Grüne Ziegen. Sebaba. Ich mag die nicht mehr. Ich liebe zwar die Farbe grün, aber das muss ja nicht sein. Ich weiß echt nicht, muss ich wieder nach Forte oder muss ich... Keine Ahnung, wohin. Muss ich zurück? Geh mal einfach nach da. Ja, genau. Lauf doch noch ein bisschen schneller. Du wolltest mich gar nicht mit denen anlegen. Nee. Kann man jetzt machen. Now you will sleep. Mission mit dritte 600. Ui, ganz schön. Ja, da macht man Blödsinn. Blödsinn. Ich hab doch gedrückt. What? You want to verarsch me? You want to verarsch me? Der wird die sowieso. Lalalala. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nach vorne oder nach hinten. Nein. Na. Der ist tot. Als wenn er nicht blocken will. Aber es tut tot. Now you will sleep. Aha. Autsch. Nein. Ja. Derb.
Oh, frick. Gut. Nein! Ja, Allegretto regelt das. Ja, komm schon dir vorbei. Nein. Nee. Auf. Ein Schuss, ein, zwei Schüsse. Keine grüne Ziegen, keine grüne Ziegen. Geht mir einfach aus dem Weg. La 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 la. Weil die bringen eh fast gar nichts mehr. Nein, 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 nein. Damn, be careful. Warum läuft die schneller als ich? Erdbeber. Gigantischen Schaden. Klatscher, alles klar. Oh, die haben sich auch verwandelt. Sky Divine! Spirit's Pathway! Sacred Strike! Heal Arrow! Super! Mit dem letzten habe ich nicht mehr gerechnet. Nein. Gut. Das sollte ihn Morus lernen. Nein! Weg da. Stehst. Gut. Wollte schon sagen, stehst ein bisschen ungünstig. Hoffentlich gehe ich den richtigen. Ich stehe da auch genauso blöde. Secret Strike! Und ich heile falsch, aktivieren wir mal in der E-Pro-Geil. Nein, werd ihr zu überleben? Werd ihr erlaubt zu überleben? Hallo? Treff doch nicht! Mach Blödsinn! Alles klar! Hier! Hä? Das Lustig wird bewacht. Ja, ich muss zurück. Juhu! Gut! Sehr gut! Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir auf dem Weg zurück sind. Pause. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Habe ich auch einiges wieder an Zeit gekostet, mich wieder durch die blöden Grünziegen zu kämpfen. Und dann können wir jetzt endlich nach Violasdorf. Hey. Nein, gegen Gegner will ich jetzt nicht mehr kämpfen. I don't want to anymore. Speichern will ich auch gerade nicht. Really, Tuba?
Were you expecting Andantino to just show up at the front gate bearing gifts for us? My apologies, Count Waltz. Listen carefully, Tuba. I don't think I need to tell you that this is your last chance. Find them and eliminate them all. Immediately. Yes, my lord. No, wait. The guardian of Agogo Forest. Bring her back alive. That is the will of the people, after all. By the way, Frederick, what are you making this trip for? I don't think you ever told us. Frederick. Mr. Chopin is taking a journey on which he will have to face himself. Whether that journey will end with his return home or with his acceptance of death, we cannot be certain. Frederick, please come back to us. I'm not really certain. You're not certain? You're traveling, but you don't know why? I believe I will be able to tell you when the time is right. You see, I have yet to sort out my own feelings about all of this. Well, if you don't want to talk about it, that's fine. I'm not trying to be nosy or anything. I'm no longer sure if this world truly is a dream. Maybe it is real after all. Perhaps the world I thought of as reality was in fact nothing more than a dream. But then would that mean the cities of Warsaw and Paris do not exist? No. I'm sure they existed. I'm sure as I am that my own name, the name of Frederick Francois Chopin, has gone down in history in those cities as a famed pianist and composer. I am not mistaken. This is a dream. No matter how unquestionably close it is to reality, this is still just a dream. Unquestionably close to reality? How can it be that ambiguous? What will happen to me when I am no longer able to recognize that a dream is merely a dream? To not be able to recognize that a dream is a dream, what a horrifying prospect! And conversely, would a person like that even be able to recognize that reality is reality? No. How could they? Why should there be a need to recognize that reality is reality in the first place? No one actually thinks about something as obvious as that in their daily life. In the same way, the presence of air goes unnoticed. It's so common, it isn't really recognized, is it? But if something cannot be recognized, does it even exist? I am being tested. That must be what's happening. Something I meant to realize on this journey. Paris and Warsaw are irrelevant. If my dreams and reality have already mixed, then I must do my best to live life in this merged world. That is what's most important. Hey, Frederick. Is something the matter? Gut, dann würde ich auch mal wieder sagen, hier machen wir Schluss für heute und wir sehen uns im nächsten Part. Bye, bye!